Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich buddel hier noch ein bisschen. Ich habe die, ich sag mal, halbe Nacht gebuddelt. Die andere halbe Nacht habe ich mich um Equip gekümmert. Und zwar haben wir ja den Crossbow gekriegt. Und den habe ich gemacht. Der Crossbow von nur ein bisschen Eisen, Leder, Kleber in diversen, ja, Ausführungen und Holz. Und gerade die Bolzen. Dort habe ich nochmal Eisenspitzen gemacht. Und den Bergbauhelm habe ich gemacht, weil mir jemand den Tipp gegeben hat, dass ich aus dem Fußballhelm, nicht so laut, aus dem Footballhelm halt den Bergbauhelm machen kann. Das habe ich gemacht, die restlichen Sachen schnell zusammengekramt, die wir dafür brauchten, und ja, jetzt haben wir einen coolen Bergbauhelm, der macht mit F Licht. Yay. So, okay, Zack. Und hier war auch alles reif, habe ich neu gepflanzt. Pilze. Ja, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Okay. Werkzeuge. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich vielleicht schon. Die sowieso. Holz kommt mit, Stein kommt mit, Patronen kommen mit. Bolzen sind da. Trinken ist da. Das kann weg. Leber bleibt hier. Ich bräuchte auf jeden Fall eins hiervon und eins hiervon für die Notfälle. Wie sieht es bei mir futtertechnisch aus? Oh, ich habe Durst und Hunger. Das ist gut. Das heißt, ich werde mir mal eben noch den hier reinziehen. Mhm. Weil wir müssen Bergbauhelm, wir brauchen keine Fackeln mehr unbedingt. Kommt da gelaufen. Den habe ich auch mal aufgestellt, der war ja fertig gewesen. So. Was noch? Muss man irgendwas hier lassen sonst? Komm, kommt mit, das kommt mit. Okay, ich würde aber trotzdem nochmal den Tag, natürlich, weil Nacht. Auch noch ein bisschen. Ich will gerne die Spitzhacke reparieren. Muss so ein bisschen. Nein. Ja, komm. Ja. Weil wir in den Shops, weil jemand schrieb, noch zwei Saves haben, die können wir mal eben kurz knacken gehen. Habe ich gerade genug für welche 7 Skillpunkte habe ich? Loot. Quality Joe. Plus 25. Da ist aber besser und mir fehlt ein Punkt. Ach Gott. Das gibt's doch gar nicht. Nun denn. Noch kurz einmal ein paar Saves looten. Wetter heute, ne? Löcher im Boden. Probebohrungen. Wie schön es ruckelt, wenn man so schnell unterwegs ist. Das ist echt sehr unangenehm. Nee. So. Die sind garantiert respawned. Von meinem Glück spawnen die nach. Genau mir ins Gesicht. Hatten wir alle schon gehabt. Endlich gibt es ein Visier an dem Crossbow. Oder mal Zeit. Vorher gab es da nicht so wirklich ein Visier. Ne? War schon hier hinter. Ah, sieh nur wieder. Dann hilf mir mal da durch, bitte. Ja, komm her. Oh, Stühle. Oh! Durst habe ich. Oh.
Okay, Dashed. Das sind nur die. Naja, wir haben, als nicht haben. Mhm. Das war's nicht. Okay. Also gibt's hier keinen Safe? Doch, müsste es doch eigentlich geben. Okay, vielleicht will ich ein bisschen schleichen. Jetzt haben wir gleich wieder ein Zombie-Gesicht kleben. Das habe ich ja alle schon gedingsbums, ne? Das ist ein Loch in der Wand. Ein bisschen frische Luft. Hm? Also mitnehmen. Brauchen wir inzwischen wirklich. Weil wir ja Patronenhülsen machen. Den kenne ich schon, ne? Ich habe noch keiner gesagt, ob ich das jetzt verhalten soll oder nicht, weil was kann ich daraus machen? Ich kann es verkaufen, ganz klar. Ist es denn insgesamt recht viel wert im Verhältnis? Hm. Ich weiß nicht. Stuhl? Hier war ich schon, ne? Aber hier gibt es kein Safe. Ist da was drin? Okay. Ein Dach war ich doch aber auch, oder? Neu. Pistole? Nein. Cooles Halstuch. Oh, Geld. Cooles Halstuch. Oh yeah. Kampfanzug, Oberteil, plus 3, minus 10. Ja, wir waren letztens recht warm gewesen, deswegen hatte ich das mal angezogen. Guten Tag. Was Neues hier? Nö, ne? Neues Nest. Da sage ich nicht nein. Also waren wir da eigentlich schon drin gewesen. Oh, es war nicht alles respawned, ne? Gut, der andere hatte, meine ich, ein Safe in seinem Nebenraum. Wenn wir runterjumpen. Ja. Hat man ja die Tür schon abgebrochen gehabt. Warum das denn? Dann können wir was verbinden mit dem anderen. Money, money, money! Jawohl. Oh! Sneaky little bitch, huh? Hm? Perfekt. Schön den Eingang im Blick haben und hier drauf ballern. Nice. Prost, Freunde. Bam. Okay, dann gucken wir mal, ob es was Hübsches gibt. Kurzer Schrotflintenlauf, 9 ist ein bisschen wenig. Schrotflintenverschluss ist auch ein bisschen wenig. Gewehrschaft. Schrotflintenschaft. Ach, das lassen wir uns trotzdem mit. Allein aus einschmelztechnischen Gründen. Okay. Ich würde oben mal lang gucken. Gereicht? Er ist wütend. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, neu. Komm schon. Komm schon. Nein. Und komm schon. Oh, ein neues Flanellhemd. Wobei, 182. 7, 7, 6, 10, 6. Das Ding echt besser. Krass. Na gut. Obwohl, den nehme ich, glaube ich, mal mit. Einfach nur.
Falls sie noch einen finden, um ihn zu verbessern. Emmy, das Ding ist auch neu. Ja, hier, ganz schön viel, also relativ viel Holz. Nice, nice, nice. Geht hier noch weiter, nach oben. Das ist aufs Dach. Okay. Zweimal Schuhe, trage ich die nicht sogar? Ich muss mal gucken, ob wir die kombinieren können. Okay, es ist Scrapping Time. Scrap. Scrap und Scrap. So. Und die Scrapping schlägt zu. Und im Nest. Naja. Da habe ich reingeguckt. Achso. Okidoki. Hab ab nach Hause. Sachen wegbringen. Sachen zusammen verbessern. Legen, wie auch immer. Und im Friedhof sagte jemand, könnte auch noch ein Safe sein. Wahrscheinlich in dem ersten Raum, wo wir nicht reingegangen sind. Weil die Kelly drin war. Auf links und rechts neben der Wand. Wenn da keiner drin gewesen sein könnte, dann hätte er sich hinter der Wand versteckt. Was? Oh, was? Vielleicht? Achso. Ja. Bärenhunger. Wie wäre es mit, oh, mein Säge, ich darf. Oh, jetzt wie gesagt, ich kann es einfach mitnehmen. Yay! Und wir sind noch Level Up, das heißt, wir können noch irgendwas lernen. Welches Spielerlevel bin ich jetzt? 28. Mit 30 können wir die nächsten großen Dinge lernen. Das ist schön. Ja. Ansonsten kann man noch was für die Wellness tun, eventuell. Wobei, die Wellness ist inzwischen in Ordnung. Das ist okay so. Guck mal. So, Waffenteile. Also, wir haben hier. Du musst sortiert sein, noch halbwegs, ja. Wir haben Flintenteile. So, du darfst weg. Jagdgewehrschaft. 154 ist der. Den können wir kombinieren. So, das ist erstmal kombinieren hier. Clever kombiniert was. Und zwar die Schüchen. Mhm. Den Dustermantel. Flanellhemd. Ah, so. Zack. Flanellhemd. Das. Achso, es gibt nur dasselbe. Mit demselben Farbe. Oh, schade. Schade, schade. Die Schuhe. Schale sind besser. Okay. Dann kommt das erstmal weg. Sortieren. So. Zap, zap, zap. Dann Waffen. Kurzer Schrotflintenlauf. Sortieren. Wir haben es direkt nebeneinander. Okay. Haben wir noch nichts von gehabt? Du bist Jagdgewehr. Achso, ein Jagdgewehr, ja. Jagdgewehrschaft. Der eine ist ja so gut wie kaputt, deswegen könnten wir den eigentlich mal kombinieren. Das heißt, wir haben ein günstiges Reparaturwerkzeug. Ist immer noch nicht gewachsen, was ist da los? Günstiges Reparaturwerkzeug, Werkzeug, Dingens. Zusammensetzen. Quatsch. Jagdgewehr zusammensetzen. Und zwar Jagdgewehrschaft. Eine Tür zu. Klingt nicht so cool gerade. Zusammensetzen. Schafft. Bada boom. Und wieder repariert. Sehr schön. So. Der Verschluss, der kann weg.
schön ruhig bleiben. Jagdgewehr Nummer 2. Das können wir zusammensetzen. Einfach im Schaft. Kann der zerlegt werden. So. Weg mit dir. Das klingt nach sehr vielen Zombies. So, sonst noch Sachen? Nö, das kann jetzt alles hier mit rein. Schnauze da draußen. Das. Stühle. Das kann rein. Das brauche ich für die Nacht. Das und das und das. Messing und Co. Und dies, das, jenes kommt hier mit rein. Da, da, da. Das auch. So. So. Guck uns mal die Horde an. Da fehlt ein Stück. Naja, aber jetzt nicht so krass. Nun denn. Weitermachen. Wir haben noch ganz viel Zeit heute. Können wir noch ein bisschen Sachen sammeln. Apropos Sachen sammeln. Ich müsste mal ein paar Explosive bauen, aber dafür brauche ich, glaube ich, mehr Schießpulver. Nee. So, waren wir noch gar nicht gewesen. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz die Hauptstraße jetzt lang und gucken mal hinten am Ende, ob es noch irgendwas Cooles gibt in irgendeiner Seitenstraße. Gibt es hier noch einen Respawn? Ja, das gibt es. Schön. Ich mag Respawn. Ist leer. In deiner waren wir noch gar nicht drin gewesen. Aha. Stimmt, das kann man eben ganz gut tun. Das ist auch da vorne. Daneben? Als ob. Na gut, komm. Ich brauch's dafür einen Fertilizer. Hurry, Harry. Gut, also ein Schnellimbiss. Das ist eine Tankstelle, oder? Dann... Oh, eine richtig gute Wrenchy-Wrench. Bitte? Was bist du für ein Zombie und wo bist du? Da. Meckes hier. Vielleicht ist es sogar ein Meckes. Da ist noch eine Dingens. Eine Tonne mitten auf dem Weg. Da sage ich nicht nein. Okay, erstmal die Autos zu Ende machen. Ach ne, das war's schon. Krankenpfleger-Lady. Gib mir was Cooles. Und lass dich treffen. Ja. So, was gibt's hier Feines? Sonst noch mehr Autos. Mhm. Ja, mach schon mal. Ich komme dann gleich nach. Mhm. Mhm. Na ja, komm, die könnte ich eigentlich direkt mal abbauen. Wenn ich schon eine Ranch habe. Schnauze. Okay. Im Drive-In steht noch ein Auto. Toll, jetzt kriege ich einen Bergbau hin. Kann ich auch mal. Können wir vielleicht den kürzesten Weg nehmen? Irgendwie den kleinsten Widerstand? Hallo? Okay. Ach, da ist sie ja. Ah. What? Das war überhaupt voll drauf.
Na gut. Gut, die ist ein bisschen abgelenkt irgendwie. So. Aha, aha, aha. So, Kühlschränke. Glasflaschen, sehe mich nicht. Die Zeit der Glasflaschen ist vorbei, Freunde. Das interessiert mich schon eher. Das kommt wieder weg. Das kommt auf jeden Fall mit. Wrench? Ja! Das gefällt mir. Ein Klonk. Oh, nicht schlecht. Das ist safe, den sehe ich ja schon. Okay, dann machen wir es safe auf. Dass die wohl hier drin verstecken sind, um einen kleinen Diner. Hoffentlich Waffen, ja! Oh, wow. Really? Das ist doch recht traurig. Das ist geil. Farbe, also Farbe. Okay. Noch Platz irgendwo? Kann ich irgendwas ablegen? Das ist nur Papier. Okay. War jetzt nicht so fett die Ausbeute. Egal. Oh Gott. Die habe ich vergessen. Entschuldigung. Weg. Gut. Ein Handwerksladen hier, nee, wäre noch geil gewesen, anstatt den Futterladen. Mit ganz vielen Tools, das wäre so cool. Naja, ich glaube, ich bin schon ziemlich zufrieden mit den Sachen, die wir haben. Ich habe schon teilweise echt gutes Zeugs gefunden. Kann man sich nicht beschweren. Eigentlich. So eine Stahlspitzhacke wäre noch geil gewesen, aber ja, gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. Können wir eh bald selbst herstellen. Nicht mehr ganz so lange. Ja. Heute plackert es irgendwie ein bisschen. So, dann werde ich jetzt meine Sachen wegräumen und noch ein bisschen Holz sammeln für mehr Spikes. Spikes können wir nämlich immer gebrauchen, auch für unser Haus hier zum Drumherum bauen. Wie gesagt, heute Nacht. Werden wir ein bisschen aufräumen. So, erstmal, glaube ich, alles hier rüber packen. Eisenfallspitzen können wir noch benutzen, das und das. Labber. Federn habe ich schon abgelegt. Kann man ein paar mitnehmen. Mhm. Bolze. Zack. So. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Gefüttert bin ich und getränkt noch nicht ganz. Mhm. Schön, schön. So, das kann weg. Das ist erste Hilfe. Das ist dies, das ist das. Jo. So weit, so gut. Du darfst gerne in die Reserve. Meiner ist 150. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Dann kann auch eine Wrench weg. Obwohl, die Wrench brauche ich eigentlich gar nicht. Von daher können auch beide weg. Spikes. Und dann... ja, okay, hier ein bisschen Holz fällen. Und wir sehen uns in der Nacht wieder, wenn es dann fett losgeht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.